Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, es ist schon der Wahnsinn. Letzte Woche stand ich hier bei minus 12, heute bei plus 12 Grad, 18 sollen es ja werden. Ist schon der Hammer. Ja, wir haben uns heute überlegt, irgendwas mit Schnitzel mal wieder machen, ne? Nicht so einfach Schnitzelpommes. Wir machen heute eine Schnitzelpfanne mit Brie. Viel Spaß! Hier nun unsere heutigen Zutaten. Das sind zwei Schnitzel aus dem Schweinerücken geschnitten. Die habe ich, wie ihr seht, schon klein geschnitten. Dann benötigen wir noch Petersilie. Die ist im gefrorenen Zustand. Draußen ist es eisig bei uns. Kartoffeln, ungefähr 600 Gramm kleine Pellkartoffeln. Die habe ich geschrubbt und schon mal eine Viertelstunde vorgekocht. Zwei Zwiebeln. Ich habe mich für eine rote und für eine weiße Zwiebel entschieden. Die habe ich in Spalten geschnitten. Eine rote Paprikaschote, ja. Auch wiederum in Streifen geschnitten. Champignons, ihr könnt auch Kräuterseiblinge nehmen. Wir nehmen braune Champignons. Pfeffer und Salz zum Würzen. Und eine Ecke Brie brauchen wir dazu. In einer feuerfesten Pfanne habe ich nun 3 Esslöffel Olivenöl erlitzt. Hier kommen nun unsere klein geschnittenen Schnitzelchen rein. So, die muss ich jetzt nach und nach anbraten, weil alle passen nicht rein. Die werden mit Pfeffer und Salz gewürzt. Ich sag mal, von jeder Seite sind 2 Minuten angebraten und wieder rausgenommen. Nun würze ich schon mal von dieser Seite mit Salz und Pfeffer. Das Ganze passiert auch gleich von der anderen Seite. Und dann können wir auch schon weitermachen. Unsere Schnitzel habe ich nun daneben gestellt. Nun kommt ins heiße Bratfett unsere beiden Zwiebeln. Die lassen wir kurz anschmoren. Und dann geht es gleich weiter. Zu unseren Zwiebeln gebe ich nun unsere Champignons. Die dürfen auch ein wenig mitschmoren. Dazu kommen unsere vorgekochten Kartoffeln. Und die klein geschnittenen Paprika. Das Ganze hebe ich unter und lasse es ungefähr 5 Minuten auf jeden Fall mitschmoren. Während das Ganze kräftig vor sich hin schmort, wird nochmal kräftig gewürzt mit Salz und Pfeffer. Später. Ich habe jetzt noch unsere klein gehackte Petersilie dazu getan. Die wird noch runtergehoben und dann geht es mit unserem Schnitzelchen auch schon weiter. In der Zwischenzeit habe ich unseren Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Da kommt dann unsere feuerfeste Pfanne. Pfanne, jetzt komme ich nicht auf das Wort Pfanne. Da kommt dann unsere feuerfeste Pfanne rein. Unsere Schnitzel sind wieder in der Pfanne gelandet. Nun lege ich auf jedes Schnitzelchen eine Scheibe von dem Brie-Käse. So sieht das Ganze aus. Und nun geht es für 10 bis 15 Minuten ab in den Backofen. So sieht nun unsere Pfanne aus dem Ofen aus. Sie stand nun knapp 15 Minuten drin.
Der Brie ist richtig schön zerlaufen, ein wenig braun geworden. Nun werden wir uns das Ganze schmecken lassen. Dazu reichen wir einen grünen Salat. Ja, nun kann's losgehen. Ja, kurzes Fazit. Super Zutaten, leckere Schnitzelpfanne. Probiert es einfach aus mit den Champignons, mit den Paprikas, vor allem mit diesen kleinen festkochenden Kartoffeln. Ist eine leckere Sache und auch schnell gemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar, abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und genießt den Sonntag noch und bleibt gesund.